Wenn man die gesamten Treibhausgasemissionen der Welt betrachtet, also CO2, Methan und Lachgas zusammengenommen, dann machen landwirtschaftliche Produktion und Landnutzungsänderungen, also tropische Entwaldung vor allen Dingen, 25% der gesamten Emissionen aus. Also ein Viertel der gesamten Emissionen gehen auf Landwirtschaft und Landnutzung. Und von diesem Viertel hat wiederum die Tierproduktion einen Anteil von schätzungsweise 70%. Also eine Reduktion des Fleischverbrauchs, des Verbrauchs von tierischen Nahrungsmitteln und damit dann Reduktion der Tierproduktion insgesamt hat einen substanziellen Anteil an der Reduktion der gesamten Emissionen. Über die letzten Jahre zeigt sich schon, dass die Leute den Zusammenhang zwischen Energieverbrauch, Mobilitätsverhalten, aber auch Ernährungsverhalten auf den Klimawandel im Prinzip verstanden haben. Aber das Problem, was wir jetzt natürlich haben, ist Umsetzung von Maßnahmen, die dann den Klimawandel auch wirksam begrenzen. Und wir erleben das im Energiesektor, im Verkehrssektor, wo es natürlich große Widerstände gibt, zum Beispiel die Kohleverstromung zu reduzieren oder das Mobilitätsverhalten zu verändern. Und bei der Ernährung ist das eben genauso. Die Leute haben Ernährungsgewohnheiten, Ernährungsmuster, die in früher Kindheit schon angelegt sind und tun sich sehr schwer, sich natürlich umzustellen. Und da müssen wir weiter dranbleiben. Und ich denke, es braucht eine Mischung aus politischen Maßnahmen, ordnungspolitische Maßnahmen, dass zum Beispiel Emissionen mit einem Preis versehen werden oder besteuert werden. Und natürlich sowas wie Schulung und schon in Schulen und Kindergärten Ausbildung und Erziehung in Richtung umweltbewusstere Ernährung. Und das kann man bei der Ernährung kann man es ganz simpel auf den Satz zusammenfassen: mehr Gemüse essen, weniger Fleisch essen. Ich finde, man muss den Menschen schon eine gewisse Wahlfreiheit lassen. Aber das Elegante zum Beispiel an einer Emissionssteuer wäre, dass jede Tonne CO2, jede Tonne Methan mit einem Preis belegt wird. Und die Ökonomen bei uns schlagen vor, zum Beispiel mit 30 Euro pro Tonne möglichst sofort anzufangen und das dann sukzessive mit 3 oder 5% pro Jahr ansteigen zu lassen. Und dann könnte jeder selber entscheiden. Dann würde sich nämlich die Entscheidung, ob ich jetzt eine Flugreise mache oder ob ich Vegetarier werde oder beides zusammen oder ob ich mein Haus dämme, das jede Verbraucherin, jeder Verbraucher selber für sich entscheiden, weil je mehr ich Emissionen einspare, desto günstiger wird es für mich am Ende des Tages. Also man kann auf die Einsicht der Menschen natürlich setzen, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass wir schnell genug die breite Masse der Bevölkerung aus eigenem Antrieb dazu bringen, ihre Verhaltensweisen zu ändern. Also ich glaube, es braucht die Kombination aus Pionieren, die zeigen, dass es geht. Es gibt ja Vegetarier, es gibt Leute, die sich vegan ernähren. Das ist ja alles möglich, das kann man sich auch abgucken. Es gibt Leute, die inzwischen Elektroautos fahren, es gibt Leute, die gar kein Auto haben, Carsharing benutzen. Also alle diese Beispiele gibt es ja schon, aber ich glaube, man muss diese Umstellung mit stringenten politischen Maßnahmen auch begleiten und einrahmen.